Einen wunderschönen guten Tag zu LS22. Ja, ihr habt im Livestream gesagt, ihr möchtet gerne den Hof, den ich habe, als Nachbau- oder Bauvideo haben. Habe ich gesagt, jo, ist kein Problem, können wir machen. Da auch einige gesagt haben, komm, ich knall dir meine Duni raus und dann nimmst du in deiner Freizeit mal die Mühe auf und baust mal. Und habe ich gesagt, jo, mache ich. Nicht, dass ich kaufbar bin, aber wenn einer schon zahlt, dann mache ich auch was. Oder mehr. Das Ding an der Sache ist, heute habt ihr schon ein Bauvideo bekommen. Heute ist Dienstag. Ich mache das jetzt am Dienstag fertig. Das heißt, das Video müsste Donnerstag kommen. Mittwoch sind wir live. Für die, die es jetzt wissen wollen, ich habe dieses Feld kurz gekauft, habe das grün gemacht, bin in den Multiplayer gegangen, habe einen Hof 2 erstellt, also auf Mittel bin ich angefangen, Hof 2 beigetreten, den ersten Hof gelöscht, weil das hier könnt ihr nicht wieder verkaufen. Da steht immer Deko-Objekte, keine Ahnung. Und ihr müsst um meinen Hof nachbauen zu können. Feld 28, Kauffeld 51 besitzen. Wenn ihr dann rüber geht, geht ihr da zur Tankstelle. Verkehr habe ich ausgeschaltet. Wir laufen dann mal ganz entspannt rüber. Grundsätzlich, ihr müsst nicht das ganze Feld wegklatschen. Ne? So sieht das vorher aus. Dann geht ihr ins Baumenü. Dann geht ihr auf Land. Dann geht ihr auf Malen. Wir gehen auf Grün. Wenn einer sagt, warum baust du eigentlich immer Mühlenkreis Mittelland? Ja, Performance arme Karte. Also das heißt, ja, sie hat eine unglaublich gute Bildqualität und diverse andere Sachen. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen gröber, groß, groß und Größen. Es gibt nämlich immer so kleine Tricks, die will ich euch gleich zeigen, die ich immer mache. Weil viele sagen ja, warum hast du eine schöne Einfahrt? Ich krieg's nicht hin, da ist mal Restfeld noch. Und, werde ich euch gleich zeigen, wie ich das alles umgehe. Das sind die lieben Tricks vom Baukönig. So, wir machen das natürlich erstmal alles weg hier, wie sich das gehört. Da wir das nach links nicht wegkommen, können wir hier gerade runterfahren. Wir müssen gleich ganz kurz das Feld natürlich nebenbei kaufen, sonst haben wir hier immer so einen dünnen Strich mit Resternte. Und irgendwas wächst da drauf und dann sieht das immer sehr komisch aus. So, wir machen das jetzt erstmal grob weg. Sollten uns hier auch nochmal die Ecke anbauen. Wir gehen hier, dieser Baum sieht ihr den kleinen, bis dahin gehen wir. So. Na, bisschen mühsam am Anfang. Wenn einer sagt, wieso heißt das eigentlich immer Landhof Ickhorst, weil der Stadtteil auf der Mühlenkreis Ickhorst heißt. So, gehen wir mal ganz kurz ins Feldmenü, kaufen das nebenan, das verkaufen wir gleich wieder, damit beim Bauen keine Probleme entstehen, dass man aus Versehen irgendwie rüberbaut und dann steht da, kann nicht verkauft werden, weil Objekt steht drauf. Ziehen wir jetzt erstmal gemütlich hoch, wie sich das gehört. So, dann gehen wir in den Pflanzen rein. Das hier ist das Richtige und ziehen wieder runter, damit wir die Trennlinie haben zum Feld. Ich mache das jetzt mal so grob, weil wir ändern das wieso nachher aufgrund Kannsteine, Boden etc. So, ziehen wir einmal runter. So, und einmal hier rüber. Bisschen mehr. Und hier das Gleiche, damit wir einen guten Abschluss zur Straße haben. So. Hier habt ihr ja auch Reste. Da geht ihr auf Gebäude, da geht ihr auf Deko, da geht ihr auf Sonstiges und nehmt, wenn ihr alle DCs habt, die Garage, aber wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Kollision ausschalten, reinklopsen, einfach grob. Mal da so rüber. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, bei, komm. Ist egal. So, alles wieder verkaufen. Ihr seht, das Feld ist weg. Jetzt würde einer sagen, ja, kann ich denn da Gras malen? Ja, natürlich, das geht. Aber du kannst halt das Feld nicht entfernen, aber du musst halt einmal Deko-Gebäude hinsetzen. Jetzt gehen wir auf Gras, dann könnt ihr es auch sehen, weil wir ja die Linie weiterführen. Also ich könnte auch da ins Nachbarreihen zeichnen. Ihr seht, es füllt sich. So, hier müssen wir auch einmal runter.
damit eine Trennung zum Hof entsteht. Auch nur eine kleine sein, es ist halt euer erstes Feld. Wenn einer sagt, brauche ich so viel Geld zum Bauen? Nein. Also es ist so, dass man natürlich baut und es bleibt Geld über, davon kauft man eigentlich die Maschinen. So der Plan. So habe ich das auf jeden Fall gemacht. So, so sieht es jetzt grob aus. Jetzt gehen wir auf Formen und da mache ich das immer so, da die Einfahrt der Ausgangspunkt ist, gehe ich auf Viereck, einmal draufklicken, dann geht er natürlich hoch, weil ich zweimal geklickt habe, also nochmal einmal klicken, dann runter und dann gehen wir mit der Höhe hier einmal am Anfang grob rüber, damit wir das Rasterfeld gleich größer machen können, weil sonst dauert das hier 30 Jahre. So, einmal Viereck drücken, dann ja, dann zieht er hoch, ist ja schön für ihn. So, ich mache es nochmal, Viereck drücken, halt, halte fest, geh am Rand, sieht ja ganz vorsichtig lang. So weit wie geht. Und oben das gleiche. Zieh rüber, das Feld ist gar nicht so extrem üblich. Deswegen geht auch nicht so viel Geld flöten. In der Mitte schon. Ja, viele sagen mal, die Mügenkreis ist platt wie Flunder. Nee, ist sie nicht. Absolut nicht. Die Felder, alles ist hoch und runter. Es ist schon sehr dynamisch. Ihr habt diesen künstlichen dynamischen Boden. Also die Traktoren tauchen auch in den Boden ein. Ist schon eine ganz coole Karte, muss man sagen. So, jetzt gehe ich hier vorsichtig am Rand. Warum vorsichtig? Ich habe das Feld noch nicht verkauft. Aber ich will einen guten Übergang haben, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ins Höhenanpassungsmenü. Ihr seht, er ändert nicht viel am Rand. So, jetzt gehe ich einmal noch außen rum mit Pflanzen, weil wir kommen nicht so dicht an die Straße ran und ich will auch gar nicht so dicht an die Straße ran, beziehungsweise möchte. So. Vorteil bei dem Feld hier ist, dass man bis zur Straße die Einfahrt machen kann. Bei anderen Baufeldern auf der Karte ist das nämlich nicht so. Da muss man die Struktur, was vorgegeben ist, benutzen und die ist unglaublich hässlich. Also hätte er da was anderes genommen, wäre es einfacher. Bei mir im Livestream kann man sehen, dass wir Produktion Zucker gekauft haben. Alles sieht schön aus, bloß halt der eine Rand, der weil da kein Übergang ist zur Straße. Da haben wir so eine hässliche Struktur. Aber kann ich mit leben, das ist minimal. Aber wenn ihr auf den Feldern baut, habt ihr dieses Problem nicht. Und deswegen bauen wir diesen Hof auf den Feldern. So, ich gehe jetzt einmal hier rüber. Das ist die Trennung, damit ich das Feld gleich verkaufen kann. Machen wir natürlich hinten auch. Damit wir da nicht so eine, ihr seht, es geht ein bisschen runter, damit das nicht so runter geht. Und dann ist das Feld grob fertig. Wir verkaufen dieses hier. Gehen nochmal in die Einfahrtsoptik. Bisschen breiter machen immer, ganz wichtig, weil ihr habt ja auch die entsprechend größere Maschinen. Hier gehen wir auch ein bisschen in die Breite. Gehen nochmal ins Grünmenü. Ich merke, er möchte hier nicht mehr am Rand. Ist kein Problem. Dann machen wir das halt so. Grün nochmal. Sehe ich nichts. Wie gesagt, wir bauen immer Konsole, weil viele sagen, Konsole ist schwer, PC ist einfach. Das ist auch richtig. PC hat man natürlich diverse Mods, um zu sagen, okay, ich kann überall zeichnen, ich kann kostenlos bauen und diese ganzen Käsekram. Ja, so fangen wir jetzt an und dann seht ihr gleich im Baumenü, geht im Timelapse und wir sehen uns danach nochmal wieder. Für die Leute, die immer fragen, was brauche ich hier für Mods, ich habe nur die Kannsteine drin. Ihr müsst die Mühlenkreis Mittelland runterladen und die Bordsteinkanten. Zeige ich euch aber nachher nochmal im Modmenü. Okay, dann bis gleich. Thank you.
So, da sind wir jetzt wieder. Unschwer zu erkennen. Ja, so sieht es aus. 1365 Slots mit Fahrzeugen kommt hier auf 1,6. Also auf jeden Fall habe ich das. Ich habe bei mir aber auch nur Originalfahrzeuge genommen von Giants. Damit man auf der Karte sagen kann, so, ich brauche nur einen Mod. Beziehungsweise zwei mit der Mühlenkreiskarte. Und den Kannstein sind das nämlich zwei Mods. So sieht das Ganze aus, für die, die es nicht kennen und meinen Livestream nicht verfolgen. Wir sind nämlich da gerade in der Zuckerrüben- oder in der Zuckerherstellung. So sieht das Ganze aus. Natürlich immer darauf geachtet, dass wir kein Gras in den Gebäuden haben. Wir machen mal Licht an hier. Hier ist Werkstatt und zum Saubermachen der Fahrzeuge passt auch alles rein von der Höhe. Hier haben wir Silagebunker, hier haben wir das Beinlager, ist bekannt. Die Laternen sind natürlich von diversen DLCs. Ihr könnt natürlich, wenn ihr alle DLCs nicht habt, die Standardlaternen benutzen oder die von Mühlenkreis Mittelland. Die hat auch separate. Hier ist Saat- und Düngerkauf, ist aber auf der Karte, müsst ihr auch nicht zwingend haben. Ja, Tiere. Da habe ich gar nicht geguckt, ob ich ein bisschen durch die Wand gekommen bin im Gras. Nee, natürlich nicht. Übung macht den Meister. Ja, Halle 1, Halle 2, die ist hier zusammengeschoben. Das ist hier für Mähdrescher, Kipper, Großmaschinen. Hier ist der Schlaftrigger. Wenn jetzt einer sagt, ich habe diesen Wagen nicht, der ist ja vom Holz-DLC. Man kann auch nehmen diesen Camper. Es muss aber immer der Trigger zum Schlafen draußen sein, weil wenn du den hier reinmachst und gehst auf Schlafmodus, machst du immer Licht an und aus, aber du kannst nicht in den Schlafmodus rein. Deswegen ist der so nah an der Wand, dass er hier drüben ist. Zur Not, wenn einer sagt, ja, das will ich alles nicht, kann sich natürlich die Fußmatte runterladen. Die sind ja in zwei Häuserpacks drin. Ich glaube, einmal von Oma Tanan und einmal von Alien Jim. Die könnt ihr euch denn da vorne hinklatschen. Ich habe jetzt aber Originalprodukte benutzt. So sehen die Hallen aus. Da hinten ist auch noch mal eine Werkstatt, falls man mal Schwierigkeiten hat, da vorne reinzukommen. Hier sind halt Tiere, Tiermenü, der fällt mir gerade ein. Asche auf mein Haupt. Das müssen wir natürlich ändern. Zack. Zack. Ja, damit das halt aussieht, wie es aussieht. Hier haben wir Mistplane. Hier könnt ihr euren Anhänger zum Mistbeladen reinmachen. Ich habe bei diesem Umbau diese Zäune drumherum gemacht. Das sieht man bei mir im Livestream nicht. Da habe ich die grünen Zäune verwendet vom DSC. Ich habe jetzt mit Absicht die schwarzen genommen, weil die schwarzen sind für alle Leute zu haben, also auch ohne DSCs. Ich für meinen Teil bin ganz ehrlich, das Schwarze finde ich ganz lecker. Ich denke mal, ich werde das bei mir noch umbauen. Finde ich irgendwie so. Ja. Ja, Umbauzeit 1 Stunde. Gut, Video machen, alles dauert länger. Umbauzeit ist auf jeden Fall 1 Stunde. Und für geübte Hände, für nicht geübte vielleicht 2. Vorteil ist hier, ihr braucht nur 2 Mods. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Also bis gleich. So, beim Mod-Menü angekommen. Betonsteine. Betonsteine-Pack von Jon Cynic. Kennt ihr ja von mir. Und die Mühlenkreis Mittelland von Dark Freak. Also mehr braucht ihr nicht. Ihr seht, ich habe auch nichts anderes drin. Auch nicht in meinem Spielstand. Hier ist Spielstand 8 Stunden 26. Da spiele ich drauf. Da sieht ihr 1 Stunde 30. Muss man aber auch sagen, ich habe zweimal noch eine Raucherpause eingelegt, also daher 1 Stunde. Ne? Eine lange Raucherpause. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ihr habt euch das gewünscht. Und wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen. Und in Zukunft kommen natürlich noch andere Projekte. Vorausgesetzt, das kommt natürlich weiterhin gut an. Wenn nicht, dann, ja, dann machen wir halt Gameplays oder keine Ahnung, was ja nicht jeder macht. So, ich bin raus, ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.